Hallo liebe Videofreunde. Neuer Tag, neues Glück. Wir sind ein bisschen weitergefahren. Wir sind heute in... Wo sind wir jetzt wieder eigentlich? Ich habe den Namen auch vergessen. Ich weiß nur, dass Schloss Königstein oder wo Königstein hier liegen ist. Also nicht Festung Königstein, da sind wir. Also Königstein heißt der Ort und Festung Königstein ist hier gleich in der Nähe. Da scheint jetzt genau die Sonne, sonst könnte man sie sogar von hier sehen. Ja, wir stehen hier direkt an der Elbe. Richtig schön. Auf Rasen. Und zwar auf dem Platz vom Kanu Aktiv Tours. Geradezu ist auch nochmal so eine Minigolfanlage. Strandkörbe. Hallo. Bisschen weiter Strandbar. Mal sehen, wenn hier Party ist, ob das dann laut wird oder nicht. Kleines Manko, hier hinter ist gleich die Bahnlinie. Aber die muss ja natürlich auch durchs Elbtal gehen, weil oben über die Berge wird es schlecht gehen und die Straße kommt sogar ein Zug. Wir hoffen, dass das heute Nacht mal ein bisschen weniger wird. Aber ansonsten muss sich das Tierchen wohl dran gewöhnen. Ja, ich zeige dir mal ein bisschen Platz. Also Strom ist hier vorhanden, ausreichend. Also wir stehen jetzt hier auf Rasen. Eine andere Möglichkeit ist hier oben auf Schotter zu stehen. Und auch nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stellplätze. Unten ist nicht parzelliert, dann stellt man sich einfach so hin, dass das passend ist. Ja, ansonsten kann man hier auch so schön über die Terrasse runter zur Elbe gucken. Wenn man Glück hat, kommen auch noch ein paar Schiffchen. Ja, da hinten ist dann die Mülltonnen getrennt, wie üblich. Und dann gehen wir mal zur Einfahrt. Strom kommt hier aus diesen Baukästen. Hier kann man Frischwasser tanken. €100, €1. Schlauch ist dran, festgeschraubt, aber kriegt man auch abgeschraubt. Ja, und das ist hier die Einfahrt. Kommt man von da oben runter und dann hier Wohnmobil-Caravans und im Büro anmelden. Kanu Aktiv Tours. Hier nebenan ist auch nochmal ein Camping. Weil da wir wieder kamen, war hier der Tor zu. Aber hier scheinen auch noch irgendwie welche zu stehen. Da muss man wo hier hinten runter. Ach da, hinten runter hier. Die schmale Einfahrt hier. Einfahrt. Ja, was der kostet, weiß ich nicht. Und da unten ist dann das Dings. Naja, hier gibt es jedenfalls mehrere. Und man steht eigentlich, hat eigentlich kein Problem hier irgendwo zu stehen. Ja, morgen wollen wir dann mal zur Festung hoch, nach Königstein. In der Stadt waren wir vorhin schon drin. Habe ich auch gefilmt. Hatten wir natürlich wieder tolle Tonprobleme. Mal gucken, ob ich morgen noch ein bisschen was nachholen kann. Ansonsten gibt es die Bilder dann nur mit Musik und ohne Untermalung. Ja, das ist ein kleines schönes Städtchen. Ja. Hier sind dann wohl die Duschen drin. Schauen wir mal rein, wenn es offen ist. Da siehst du, Toilette, Dusche, alles sauber. Schick, schick.
eins würde mich noch interessieren, kann man hier auch irgendwo die Tour. Toilette entsorgen. Hier ist auch alles gut. Da muss ich dann morgen mal noch erfragen. Ach hier. Hier ist dann die Toilettenentsorgung. Kassette. Ja, Grauwasser wird dann wohl ein bisschen problematisch. Sehe ich nämlich nichts, wo man das entsorgen kann hier. Ja, aber das haben wir heute Morgen entsorgt. Da haben wir erstmal wieder 100 Liter frei. Ja, und ansonsten ist das doch ein schöner Platz hier, so an der Elbe. Ja, wer geräuschempfindlich ist, da ist hier Fehl am Platz, aber ansonsten, ja. Was wir noch hier sehen haben, Gastronomie ist auch vorhanden, ganz viel hier in der Stadt. Lecker Eis gegessen vorhin. Hier vorne gibt es dann auch an der Strandbar Pizza, Bratwurst, Pommes, allen Krempel, alles Leckere, was man so braucht, um zu überleben. Ja, würde man sagen, viel mehr passiert hier heute Abend auch nicht mehr. Wir sehen uns dann morgen wieder. Auf dem Weg nach zur Festung Königstein kommen wir hier noch mal vorbei einer Partymeile. War gestern Abend recht ruhig, ein paar Leute saßen hier, haben hier ein Bierchen in Ruhe getrunken, leise Musik geradezu. Das ist dann der Kanuverleih und Fahrradverleih. Schon gesehen, vorhin auf der Elbe waren schon welche und da oben wollen wir dann einer hoch. Ja, hier sind die ganzen Boote. Kann man sich auch Fahrräder ausleihen. Weil wir sind ja hier praktisch, wo wir jetzt lang gehen, ist ja der Elbe Radweg. Ist gar nicht, wo der losgeht. Aber wir haben ja früher in Lauenburg gewohnt. Ist ja auch an der Elbe und da ging das dann, ging der auch vorbei. Trulli, komm, unser Baubi macht trödelt mal wieder, den müssen wir wieder einfangen. Die hat bis eben gepennt, die ist noch gar nicht richtig wach. Muss ich mich mal hier drehen, sonst ist die Leine getütelt.
Ja, und da oben wollen wir hoch. Mal gucken. Man kann da wohl zu Fuß hochgehen. Das werden wir nicht tun. Wir werden mit dem Bus fahren, weil da kriege ich mit gesundheitlich nicht mehr hin. Und unser kleiner Wauwi hier unten, der aus Altersgründen nicht mehr. Ja, also dackeln wir. Tja, ich weiß gar nicht, ob ich das vorhin auch schon erwähnt habe, aber den Stellplatz, wo wir stehen, der kostet also inklusive zwei Hunde, Strom und allem drum und dran. 34 Euro die Nacht, ist nicht ein Schnäppchen. Wir haben wieder mal einen Rollmops. Oh, hier ist der Schiffsanleger für die Panoramafahrt. Wollen wir doch mal gucken, wann die fahren und was die kosten. Also die fahren Dienstags, Mittwochs, Donnerstags, 39, 37. Jo. Da nehmen wir uns noch mal so einen Zettel mit. So. Hey, wie kommst du? Da kommt jetzt gar kein Dampfer. Ja, da vorne fährt die Fähre. Da steht gerade. Die ist kostenlos drin in der. Hier sind die beiden Anleger dann für die Raddampfer. Jetzt sind zwei Stück, die hier fahren. Wer nach wohin fährt, weiß ich noch nicht. Aber das lässt sich ja dann auch noch rauskriegen. Nach oben. So, mit Bus sind wir jetzt hier auf dem Parkplatz angekommen. Jetzt geht es weiter mit der Bimmelbahn. Ist im Preis mit drin. Hier ist auch das Parkhaus. Da ist noch ein kleiner Imbiss. Hier gibt es sogar einen Wohnmobilstellplatz. Oder parken. Weil da hinten im Wald ist, glaube ich, nur Klettergarten. Wir gehen hinten drin, ja, ja. Wir nehmen die letzte Bank hier wieder. Hopp. So. Hopp, Holly. Ja, siehst du, fein.